Mein Name ist Christoph Schmitz. Ich lese aus meinem Roman Das Wiesenhaus. Er erzählt eine Geschichte eines Taugenichts in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Zugleich das Familienpanorama vom Ersten Weltkrieg bis nach dem Mauerfall. Imaginiert wird das Ganze von einem Gegenwartserzähler, der in eine ziemliche Krise gekommen ist. Und nun 10 Seiten aus der Mitte des Buches. Ich habe die Seiten des gefälschten Testaments eingesteckt damals und sie später in einem der Familienfotoalben, die meine Mutter mir und meinen Geschwistern jährlich zu Weihnachten machte, aufbewahrt. Jetzt liegen die Alben neben mir auf dem Boden, ganze Stapel, die ich in den wenigen milden Stunden wieder und langsam durchlese. Mein Zimmer wird zu einem Museum, wie Jupps Haus am Gerbermarkt. Das Testament ist vergilbt, das war es schon damals. Dunkelbraune Flecken am Rand und in den Faltenfurchen, mittendrin Löcher vom Boden eines Krugs abgewetzt, der einmal auf ihnen gestanden haben musste. Zeugnisse der Vergangenheit, wie die Fotografien. Mit den Fingerkuppen streiche ich über ihre Oberflächen und meine, die verlorene Zeit zu spüren. Obwohl ich Jupps Testamentsblätter damals gern nur als Spiel sehen wollte, wusste ich, dass er einen Hang zur Lumperei hatte, was mein Vertrauen zu ihm trübte. Zurück blieb ein Vorbehalt, aus dem sich mit der Zeit eine gewisse Überlegenheit entwickeln sollte. Vorerst aber blieb Onkel Jupp Onkel Jupp. Schließlich hatte er mir einmal das Leben gerettet, auch wenn er es kurz zuvor noch riskiert hatte. Ich dachte damals wirklich, er wolle mich umbringen. Es war Sommer und Thomas hatte zum Geburtstag ein Schlauchboot geschenkt bekommen. Wir wollten es sofort ausprobieren, wussten aber nicht wo. Auf dem Rhein durften wir nicht paddeln und der Mauerbach war zu klein. Auf der Wiese hinter Lisas Haus pumpten wir das Schlauchboot auf, um es in voller Pracht zu betrachten und eine Trockenprobe zu machen. Es hatte 2 hintereinander liegende Sitze, war schlank wie ein Kanu und leuchtete orange. Wir zogen T-Shirts und Hosen aus, setzten uns hinein und ruderten auf der Wiese, bis uns ein eiskalter Wasserstrahl traf. Mit dem Gartenschlauch in der Hand stand Jupp in der Kellertür und lieferte die Wellenbrecher der See. Wir kämpften uns durch die Wogen, lachten, steuerten durch das Wassergebirge, schnappten nach Luft und hätten die Reise noch lange fortsetzen können. Jupp aber verlor irgendwann die Lust. Wir beschwerten uns, dass er nicht weitermachte und wir nirgendwo richtig Boot fahren könnten. Jupp schlug daraufhin die Nahle vor. Er werde uns hinbringen. Um die Luft aus dem Schlauchboot nicht mühsam hinausdrücken und es später nicht ebenso mühsam wieder aufpumpen zu müssen, banden wir es mit Schnüren auf das Dach des VW Käfers. Mit der Rheinfähre setzten wir über, sausten durch den rauschenden Sommer, sangen Heidi Witzka, Herr Kapitän, und ließen das Boot wenige Kilometer oberhalb der Nahlemündung ins Wasser.